Jo Leute, was geht? Willkommen zu Hellpie. Das Game will ich schon lange spielen. Seitdem ich das Review von Samt gesehen habe, habe ich da Bock drauf. Und alleine schon der Startscreen liebe ich. Ist gerade im Angebot bei Steam, im Angebot im PlayStation Store, wenn ihr PlayStation Plus habt. Ansonsten auch gerne mal meinen Partner Instant Gaming abchecken, das ist auch andauernd im Angebot. Und ich will hier auf jeden Fall jetzt mal reingucken. Neues Spiel. Ich habe ein bisschen was gesehen, aber ja, Game heißt Hellpie, irgendwas mit der Hölle zu tun, I guess. Und es ist ein ganz wildes Game, also macht euch auf eine wilde Stunde gefasst. Ist ganz, ganz wild und verrückt, aber ich habe richtig Bock drauf. Bin gespannt. Sin Inc. Sünden Inc. Ach, Sin Inc. Sünden Incorporate oder so heißt es, ne? Musik passt schon mal. Fuck my life stand da gerade auf der Tastatur. Was macht er da? Okay. Also ihr seht schon, wie das Setting gemacht ist, ne? Keine Sorge, es wird nicht so eine Enttäuschung sein wie Gollum. Das kann ich schon mal... Ne, Dämon. Dämon des Schlechten. Ich hab's nicht zu Ende gelesen. Okay, wir können direkt loslaufen. Wir gehen mal ans Telefon, würde ich sagen. Satan. Das wird das erste Game... Ich weiß noch nicht, wie viel wir lesen müssen, aber ich lese es vor. Hallo? Ist da? Hä? Wer ist da? Scherz, ist mir egal, wer da ist. Hier spricht Satan. Richtig, dein Chef Satan. Moment mal, du bist nicht der Koch, oder? Warum ist mein Telefonbuch nie auf dem neuesten Stand? Wie auch immer, du wirst von nun an regeln. Ich möchte, dass du alles, was du gerade tust, jetzt sofort liegen lässt. Und den Koch erinnerst, dich mit dem Kuchen zu beeilen. Zeig mir, dass das machbar ist. Okay, gut, wir sehen uns später, Trottel. Ja, finde ich witzig. Okay, hier geht's direkt ab. Also, ich kann springen. Ich kann so ein Dash machen. Okay, wir laufen erstmal. Ich denke mal, das würde ich alles später noch erklärt werden. Türen natürlich zumachen. Man kann first... Was ist denn mit ihm los? Hä? Die war gerade noch offen. Oh, guck mal hier, Jump and Run. Springen. Guck mal hier, so ein Roboter-Staubsauger. Springen. Ja, ich hab's gecheckt. Mach den. Ich hab's gecheckt mit dem Springen. Mach weg. Wie lange will er mir das noch zeigen? Kann man das Wasser anmachen? Oh, guck mal, wie witzig mit dem fast fallen. Oh, ich dachte, es läuft vielleicht über oder so. In die Toilette. Schön. Es ist wirklich nicht leicht, auf dieser Toilette zu sitzen, ohne reinzufallen. Sieht schwierig aus. Vor allen Dingen fällt mir jetzt auf, wieso haben die Toiletten keine Türen? Springen, jetzt zeig's mir wieder. Ich hab's gecheckt mit dem Springen. Die haben gesagt, hier Karriere zu machen bedeutet ganz unten anzufangen. Okay. Gucken hier nochmal rein. Oha. Ihr unwürdigen Schwachköpfe. Oh. Die Servietten sollten mit Kätzchen und Schmetterlingen bedruckt sein. Und ihr wagt es, mit Partyhamstern aufzutauchen? Das ist des Fürsten der Finsternis nicht würdig. Und ihr zwei seid es nicht wert, die fauligen Schwefelluft der Hölle zu atmen. Ich werde eure Gesichter für diese Frechheit einschmelzen. Verreckt. Oh mein Gott, sieht man das wirklich? Man sieht es einfach wirklich. Weggucken. Oh.
Okay, wir dürfen keinen Fehler machen. Doppelsprung. Okay, gib Doppelsprung. Was hier? Hä? Ein Gehirn? Kann ich es nehmen? Warum steht hier schon wieder so viel Zeug im Weg? Ey, die Tür geht wieder zu. Wände erklimmen. X bei Kontakt mit Wand gedrückt halten. Okay, wer bist du? Ruhigs neue Freundin. Richtig hartes Spiel. Guck mal, hier gelockt. Hey? Hey, spring doch hoch, da, Mann. Freezer. Freezer? Teleport aktiviert. Dies ist ein Teleporter. Sobald er aktiviert wurde, kannst du mit ihm zu anderen aktivierten Teleportern reisen. Teleporter fungieren auch als Kontrollpunkte. Okay, da sind wir. Da muss ich hin zum Koch. Wir laufen einfach mal weiter. Der Nase nach. Der Nase nach. Preschen. Preschsprung. Okay. Okay. Secrets? Jump and run, kein Problem für mich. Was gibt's hier? Da ist doch hier ein Teleportpunkt, sehe ich doch. Rauf! Frech. Zurück. Ja, ja, Kanalpunkte sind aus für Aufnahmen. Weiß ja doch. Die Kamera macht ein bisschen das, was sie will. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Brechsprung. Oder auch nicht. Aber würde gehen, oder? Let's go. Können wir ganz kurz drüber reden, dass ich eine Krawatte anhab? Nein, witzig. Hier ist doch voll gut. Kaffee und so. How global warming affects hell. Wenn die Erde wärmer wird, wird die Hölle kälter? Wie komme ich da hoch? Ah ja, ich kann ja klettern. Na komm. Bin jetzt schon Profi. Oh. Ach, guck mal. Pokémon hat's designt. Aber. Naja. Wo sind wir hier? Asmodai verkauft sexy Klamotten. Stolz veranstaltet. Was? Stolz veranstaltet. Was? Stolz veranstaltet irgendwas. Oh nein, ich habe schon wieder versagt. Das letzte Mal hat er meine Klamotten angezündet. Ich ertrage diesen Job einfach nicht mehr. Dieses Mal wird er mich umbringen. Dem fehlen die Hörner. Rat, es glaube ich. Weiß ich nicht. Neues Nate-Outfit freigeschalten. Erhalten anlegen. Na, Logo. Let's go. Guck mal, wie fresh ich jetzt aussehe. So, wer bist du?
Die ist der Klamottenladen. Pass auf jetzt. Skin 20 Euro. Okay, Ausstatter. Du kannst zwischen Klamottenladen und Garderoben wechseln. In der Garderobe hängen alle deine bereits erworbenen Outfits. Okay, bestätigen. 1000. Okay. Okay. Gut. Next. Glut. Weiß ich nicht, was ist. Glutton. Weiß ich nicht. Greed ist Gier. Slows. Ist das nicht Kleidung? Nee. Slows. Wenn hier überall Pizza liegt, Habgier oder sowas? Ich glaube, das geht hier so ein bisschen um die Todsünden oder so. Lol, ich kann jetzt rumlaufen und es ist so verrückt. Schon wieder vorbei. Okay, wo muss ich hin? Habe ich eine Karte? Ich habe eine Karte. Wo bin ich? Ist das dann... Ach, guck mal, ist das ein Portpunkt? Teleporter aktiviert. Okay, hier bin ich. Es wird nicht angezeigt, wo ich bin, glaube ich. Weltkarte. Das ist die Weltkarte, okay. Lichttor schreien. Hier sind irgendwie Pets. Bin verwirrt. Mir fehlt ein bisschen, dass ich weiß, wo ich hingucke und so. Irgendwie. Ich gehe mal dahin, wo diese Dinger sind. Exit. Ah, Mann! In einen Haufen Fleischknochen verwandelt zu werden. Was? Ah. Wer ist sie denn? Barbara. Hast schon gehört, Lilith aus Verdammung und Lilith? Sich mit Zorn zu treffen. Kitchen. Genau da will ich hin. Teleport mitnehmen. Rein in die Kitchen. Wo ist der Sack? Was hier? Chefkoch. Kantinenzauberer. Igitt, was machst du denn hier? Ein Kuchen, wovon redest du? Ich werde dafür sorgen, dass du... Oh nein! Satans Geburtstag. Nur die ekelhaftesten, fauligsten und giftigsten Füllungen wird reichen. Aber zuerst wirst du ein paar Grundzutaten besorgen, vor allem eine Backmischung. Ich hatte es mir schon fast gedacht. Und ein Engelchen. Und wehe, du kommst mit einem Toten und Verfaulten. Mentor. Maid Chefkoch. Maid Chef. Ich nehme an, das ist keine allzu komplizierte Aufgabe. Jedenfalls habe ich eine Liste für dich zusammengestellt. Nimm sie und dann mach dich vom Acker. Der Aufzug zum Supermarkt ist durch die Tür auf der linken Seite. Okay, was ist das? Ach, das ist die Liste. Dies ist Chefs wertvolle Einkaufsliste. Hier kannst du sehen, welche Zutaten es in welcher Welt zusammengibt. Okay. Sammle genug Zutaten und der Koch wird dir neue Welten öffnen. Sobald eine neue Welt geöffnet wurde, erscheinen neue Zutaten im Kochbuch. Okay. Okay, Aufzug.
Kann ich später noch Sachen ausrüsten. Oh, was war, habe ich jetzt gemacht? Ich habe R1 gerückt. Guck mal, irgendwas passiert mit meinen Hörnchen. Supermarkt. Was ist das? Kontrollpunkt. Okay. Muss man irgendwann auch noch kämpfen? Ich sehe erstmal alles. Wer bist du? Lol. Lol. Nugget, versklavter Engel. Mein Lieblingskunde, oder? Ich kann hier ehrlich gesagt alle nicht so richtig unterscheiden. Wie auch immer, kann ich sie für einen teuren Begleiter interessieren? Eine Kreatur, die so stumpfsinnig und loyal ist, dass sie ihnen überall hin folgt. Wenn sie vernünftig festgekettet ist zumindest. Man kann sie auch essen, wenn man hungrig ist. Also was sagen sie? Möchten sie einen? Yes. Großig, ein weiterer zufriedener Kunde. Denkst du daran, ihren Regen möchte ich füttern? Ich gebe ihnen eine Dose Candy mit gratis. Die lieben dieses Zeug. Gullible. Dies ist der Fertigkeitsbaum. Hier kannst du dein hart verdientes Candy Meat für Verbesserungen und neue Fähigkeiten ausgeben. Damit kannst du Nuggets als Luftanker benutzen. Halte R2, während du in der Luft bist, um die Fähigkeit zu nutzen. Was kommt danach? Kann ich das schon sehen? Turboschwung. Macht das Schwingen noch nützlicher, halte Kreis während des Schwingens, um sie zu beschleunigen. Gegner hassen diesen Trick. Gegner hassen diesen Trick. Okay. Ist das ein Dreifachsprung quasi? Wer ist er denn? Never skip Black Day. Ich bin echt fast schon überfordert von dem Ganzen, was hier alles passiert. Was die Eindrücke und so. Preschen. Gibt das was? Nee. Angriff. Aha, kann ich den angreifen? Oh, jetzt kommt hier mal ein bisschen was dabei raus. Ich bin übrigens Nugget. Ah, hallo. Es ist wirklich crazy, das Game. Aber man merkt halt mega viel Liebe zum Detail. Im Gegensatz zu anderen Games. Die Arbeit hier ist in Ordnung, würde ich sagen. Okay. Da gibt es auch safe was. Da will ich hin. Ich will nur die Dinger hier nochmal kaputt machen. Zum Sammeln und so. So. Ist hier was? Sieht aus, als würde es hier was geben. Wer ist er? Der Arzt sagt, mein Durchfall wird nie aufhören. Stellt euch vor, ihr habt für immer Durchfall. Aha! Candy Meat! Und jetzt kann ich sofort wieder ein Dingsbums Fähigkeiten? Nee. Hier.
Das nächste kostet wieder. Das kostet 2. Habe ich mir schon gedacht, das wird immer teurer. Das Movement ist halt crazy, ne? Du kannst tausend Sachen in der Luft machen. Noch ein Kerni geht, let's go. Freigeschaltet. Was ist das nächste? Mal kurz gucken. Zusätzlicher Schwung. Du bekommst einen weiteren Schwung, das verbessert deinen Bewegungsradius enorm. Ja, das ist nice. Hier ist erstmal ein Kontrollpunkt. Junge, was ist das denn hier? Licht da überhaupt lang? Andere Richtung ging auch. Aha, war die richtige Entscheidung. Okay, jetzt wird sie das erste Mal ein bisschen schwieriger, glaube ich. Movement ist echt klasse. Man hat die volle. Man hat nie das Gefühl, dass man keine Kontrolle hat. Es fühlt sich sehr gut an, wirklich. Was? Eine Fliege. Mutierter Engel. Was ist das? Okay. Guck mal. Kannst mit allem interagieren. Was ist das? Eine Katze. Katze gefunden. Kontrollpunkt. Okay, und jetzt? Hier runter. Was hole ich mir hier? Ich könnte mir einen Flügel verkohlen oder ein Haar versengen. Nein! Wieso? Boah, ich dachte schon, es geht in die Lava. Movement ist so gut. Man kann es, glaube ich, gar nicht so richtig erfassen, wenn man sich selber spielt. Aber es fühlt sich sehr smooth alles an. Oh, das war schlecht. Oh, was ist das? High Crust Mix. Zutat gesammelt. Let's go. Backmischung. Yummy. Okay, er hat mir gezeigt, wie ich zurückkomme. War der Weg hier eben nicht offen? Da oben ist noch was. Man muss echt aufpassen, man muss da die Sachen immer einsammeln. 5 von 7. Heißt das, hier in der Welt gibt es 7 von den Dingern?
Könnte sein, ne? Oh, das Game macht Laune. Könnte sein, da ich hier Platin mache. Und dann brauchst du alles. Hier ist auch zu. Aber mal kurz hier sammeln. Hab ich den Kontrollpunkt? Ne. Das ist schon wieder so eine Winkelkatze. Davon gibt es 5 in der Welt. Könntest du mal die Karte angucken. Ist das die Karte? Ne, ist nicht die Karte. Hm. Oh. Und wieder runter. Genau, zu dem zurück. Hallo. Sieh mal, wer zurück ist. Jetzt gib mir die Backmischung. Und dem kleinen Fettknobel, den du mitgebracht hast. Der ist für dich. Und du wirst ihn benutzen, um in die Oberwelt zu reisen, wo du nach einer absolut ekelerregenden Auswahl an Zutaten suchen wirst. Für dich freigeschaltet, nicht, dass du würdig wärst. Okay. Und seine Stadt zu präsentieren. Aber ich fürchte, angesichts der Situation habe ich keine andere Wahl. Also beeile ich, nehme den Aufzug, würde ich zu einer friedlichen kleinen Insel führen, ein ekelhafter Ort. Ich habe auf die Einkaufsliste alle Zutaten geschrieben, die du befinden musst. Sobald du genug gesammelt hast, damit ich weitermachen kann, komm zu mir. Und nur dann. Ich will dein unwürdiges Madengesicht nicht häufiger als nötig sehen. Und jetzt mach dich auf den Weg, wir haben wenig Zeit. Okay. Sashimi Beach. Oh, weiß nicht wieso, aber ich kann jetzt doppeldashen irgendwie. Schade, dass das... Also eigentlich ist es cool, dass man keine Ladezeiten hat. Man fährt hoch und dann ist direkt seamlessly die nächste Welt. Oder auch nicht. Dann sollen sie direkt den Laden machen. Das ist ein bisschen doof, dass du in den Aufzug rein musst und dann drücken. Naja. Und dann doch noch laden. Okay. Sashimi Beach. Hubwelt. Willkommen in deiner ersten Hubwelt. Diese können mit Aufzügen bereist werden. Du findest hier Zutaten eigentlich zu kleinen Abschnitten sowie andere wichtige Orte. Mit den stinknormalen Hörnern kannst du wichtige Orte ersperren. Leveleingänge sind in gelb markiert. Wenn deine stinknormalen Hörner aktiviert sind, kannst du sehen, wie viele Zutaten du in dieser Welt bereits gesammelt hast. Zutaten, die in Unterleveln gefunden werden können, sind mit einem Symbol markiert. Okay. 3 in der Unterwelt, 3 normal. Okay. Und es sind auch so... Fragezeichen. Gehen wir hier direkt zu dem ersten. Was ist das? Hm. Ah, okay, das wird markiert. Er wird auch markiert. Kann man schwimmen? Man kann schwimmen. Eins von 11. Wer ist er? Heda, Kumpel, du siehst aus, als wären Opferungen dein Ding. Früher haben wir alle möglichen Arten von Müll in die Schale geworfen, aber bei Onilams passiert abgefahrener Scheiß. Guck mich nicht so an, das ist keine Verarsche, schwöre. Ich bin sicher, du kannst genug Onilams finden, um selber zu testen. Sprinthorn Schrein. Das Heiligtum von Zlog. Mul, dem zweiten Vertreter in der Linie der Sünde, der Völlerei. Es wird erzählt, dass er so faul war, dass er sich ohne seine Turbinenhörner nicht bewegen konnte. Er starb einen tragischen Tod auf der Toilette und ist eine Legende unter den Dämonen. Alten Opfern.
Okay. Hä? Wo bin ich? Was ist hier los? Hornauswahl, Hörner benutzen. Das ist cool. Das erinnert mich voll an Mario Sunshine. Mit den verschiedenen Aufsätzen für die Dingsbums, für den Spritz weg, Dreck weg. Das macht übel Laune. Hab grad übel Spaß. Oh mein Gott, das war knapp. Das ist cool. Fast as F-Boy. Geil. Geht das auch im Wasser? Wer ist er? Guck mal, hier kann ich gucken. Okay. Ich will nicht mehr gucken, geh weg. Kann ich auch nochmal schwimmen? Ja. Nein, kann ich nicht. Schade. Komme ich da hoch? Ja, komme ich. Was ist hier? 1 von 24. Ich kack ab. Das war schlecht. Gibt's Fallschaden? Stand irgendwas von plus 1. Was ist das? Nochmal so ein Ding. Kann ich es direkt nochmal da reinschmeißen? Oder gibt's in jeder Welt? Oder wie läuft das? Nee. Blablabla. Okay. Okay, geht nicht. Gehe nochmal hier hoch. Den Jump'n'Run will ich schaffen. Das schaffe ich. Ich muss früh abspringen. Er ist schwer. Wir lassen es jetzt erstmal. Das ist jetzt hier nicht Stunde ausprobieren. Gegner? Nee. Ente? Hallo. Okay, ich will jetzt da rüber zur Insel, glaube ich. Da gehe ich am besten den Weg hier, ne? Das ist ein Ausrufezeichen. Wer bist du? Was willst du? Hallo mein Kerl. Glaubt ihr, dass es schädlich ist, länger als einen Tag unter Sand begraben zu sein? Ich frage für einen Freund. Kann einer von uns vergessen haben, könnt ihr vielleicht nach ihnen sehen. Kannst ja hier schon lange stehen, das ist für mich wirklich wichtig. Okay. 1 von 4. Drei von vier. Geschafft. Easy. Guck mal, das bedeutet, alle sind tot, verdammter Sand, ich hasse dich. Nimm dies, vielleicht hilft es dir, darüber hinwegzukommen. Ah, den nehme ich. 2 von 24. Man kann ja auf jeden Fall übelst viel sammeln. Was ist das?
Ein Herz. Ach, hier kann ich mich bestimmt heilen. Wer seid ihr? Mhm. Das Movement ist so entspannend. Guck mal, hier ist so eine Katze. Das Movement ist echt gut. Wiederhole mich, aber das Movement ist wirklich gut. Wer ist er? Nimm mal jetzt meine Sales, komm, ich werde das Gleichgewicht wiederherstellen. Gott, der hat Dynamit am Arm, am Gürtel. Wie sieht er denn aus? Lorem Ipsum. Das übelste Sammelgame. Also wer auf Sammeln steht, das ist euer Game. Ich habe auf den Docks gearbeitet. Doch Anfang des Jahres tauchen diese lästigen Scheißhaufen aus den Kanalisationen auf. Sie haben den Ort übernommen und greifen jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Ich hoffe, die kommen nicht eines Tages auch noch in die Stadt. Das ist wirklich scheiße. Ja, da will ich hin, ne? Nein, das war scheiße. Zum Glück gerettet. Da hoch würde ich auch gern. Schon von da. Hoch, 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 hoch. Scheißhaufen wegmachen. Ah, guck mal, hier, von hier soll man springen. Schafft. Oh mein Gott, von hier aus darüber jetzt? Oh mein Gott, das ist noch ein bisschen complicated. Wenn man noch nicht weiß, wo die ganzen Tasten sind. Aber krieg ich hin. Das war echt scheiße. Die respawn ja. Scheißviecher. Im wörtlichen Sinne. Scheißviecher. Movement ist echt nice. Na gut, gehen wir da wirklich rein? Ja, wieso nicht? Guck mal, das Stück Scheiße hier hat einfach eine Knarre. Was ist das hier? Okay, kann man ballern? Ballern? Frag dich nur, was ich davon mit ballern will. Immer hoch ist immer eine gute Idee. Wieder eine Winkelkatze. Schön.
sag nicht, hier muss ich eine Granate hochbringen. Wie soll das denn gehen? Das geht? Okay, ich bin gespannt. Movement geht immer noch mit der Granate. Ich glaube nur der... Hier war auch eine Granate gewesen. Nur das Engelchen geht nicht. Natürlich, okay. Smaltam im Chat. Was ist das? Ah, eine Zutat. Eine von sechs. Graues Ei. Ein graues Ei, verdorbenes Ei, frisches Ei. Habe ich eine Lebensanzeige? Das würde mich auch noch interessieren. Und man kommt wirklich nur ins nächste Level, wenn man wirklich alles eingesammelt hat. Kommt mir ein bisschen krass vor. Das ist mal so ein Ding. Oh, eine Granate. Ich glaube, ich habe hier alles, oder? Oh, da kann ich noch rein, stimmt. In jedem dieser Dinger ist eine Zutat. Kanalisation. Ist richtig viel Jump'n'Run. Bin gespannt, ob später noch... Wie schwierig das Jump'n'Run wird. Bisher geht's noch. Okay, let's go. Was ist das? Was mit ihm? Ist er böse? Man darf ihn nicht füttern. Hallo. Ein kleiner Mann, aber er ist rot, nicht braun. Was führt ihn in die Kanalisation, wo die Mamfa früher wohnten? Ist da ein Freund? Es spielt keine Rolle. Wir haben unser Zuhause verlassen, werden in Käfig gesteckt. Die Matschlinge, sie führen Krieg gegen uns. Sie haben uns sogar unsere Insignie abgenommen, den Tampon von Dul Gorak, Mampfmutter des ersten Zeitalters. Befolgt diesen Rat. Mit Matschlingen kann man keinen Frieden haben. Sie werden euch jagen, sie stecken euch in Käfig. Okay. Matschlinge heißt diese Kackhaufen. Wahrscheinlich darf ich hier nicht ins Wasser fallen, ne? Junge. Dem geht's jetzt hinterher. Ich habe auch schon 600 von diesen Dingern, 700 von den Dingern. Ist gut. Kann ich gleich richtig schön shoppen. Killen die den nächsten? Kann man das überspringen eigentlich? Nee, kann man nicht. Nee. Hab mich gesehen. Wie er klatscht. Ihr rettet mich, ich lebe. Ich werde nicht in den Käfig gesteckt. Viele Mampfer sind in den Käfigen gefangen. Helft ihm, Mampos wird große Belohnung geben.
Nehme ich mal direkt mit. Bestimmt brauche ich die gleich. Ja. Linke Katze. 1 von 5. Ey, wenn du alles sammeln musst, ne, da bist du echt lang beschäftigt, glaube ich. Ich gucke mich ja schon viel um, aber finde trotzdem nicht alles. Crazy, was es hier nicht alles zu finden gibt. Das ist jetzt ein Riesensprung. Den ich nicht geschafft habe. Der war assi. Ich glaube, den Sprung kann ich nicht schaffen, deswegen gehe ich erstmal den normalen Weg. Obwohl, warte, ich kann doch... Kann ich schon leveln? Let's go! Ein weiterer Sprung, na klar. Damit schaffe ich es auf jeden Fall. Glaube ich. Dann werden wir sehen. Genau. Man kann auch Kreis noch gedrückt halten, während man das macht. Das ist halt auch nochmal krass. Boah, das erinnert mich voll an Banjo. Geil. Hui. Richtig geile Banjo-Vibes. Geile Banjo-Vibes. Was hier? Einfach durch. Sehr gut. Okay. Ich komme nicht drauf klar, dass es einfach Kackhaufen sind, ne? Sind einfach Kackhaufen. 4 von 8, nicht schlecht. Oh nein, der will freigelassen werden, ne? Wie viele muss man von denen freilassen? 4. Schlecht, schlecht, schlecht gemacht. Oh, come on. Ah, oben links ist mein Leben. Jetzt sehe ich es. 3 Herzchen habe ich. Was haben wir hier noch? Ah, nochmal so ein Horn-Ding. War ich da unten drin? Nee. Hier ist noch einer gefangen. Gibt's hier noch mehr? Junge, hier sind aber auch viele Wege. Machen wir nochmal so ein. Hände hoch. Der Hände hoch gesagt.
Und jetzt? Ach, jetzt hat das wieder aufgehalten. Hä? Soll das bringen? Komm ich. Hier ist nichts mehr, ne? Na, ich gehe zurück. Okay. Aber wieso jetzt da. Hä? Hat's aufgehalten? Hat er da nochmal gemacht? Ich bin verwirrt. Irgendwas hat sich doch hier noch zusätzlich. Hat der sich jetzt auch zusätzlich aktiviert? Okay, da oben habe ich was gesehen. Oh nein. Linke Katze. Hat der gerade seinen eigenen Kollegen abgeschossen? Eindringling? Tatsächlich, die sind vor tot auf Deutsch. Wie witzig. Und hier haben wir viele Checkpoints. Das ist ein Massaker. Oh nein, ich wurde getroffen. Ihr Säcke. Oh, ich brauche eine Granate. Immer schön umgucken, ob irgendwas ist. Ah, das zum Beispiel. 6 von 8. Ey, nicht schlecht. Oh, das sieht aus wie ein Boss. Also, wenn ich einen Bossfight schon mal gesehen habe, dann ist es das hier. Oh, sowas von. Die Riesenkackwurst. Mit einem Schild. Okay. Okay. Okay, okay. Was ist der Trick? Mit Granaten! Wieso nicht Granaten? Lu, Granaten! Granaten! Oh, der hat sogar ein Herz fallen lassen. Oh, mich selber getroffen damit. Das ist natürlich auch clever. Wieder selber getroffen. Das war's? Easy. Zutat gesammelt. Ach krass, das war dieser Tampon. Tampon. Schließen. Ganz schön crazy das Game. Aber ein seichtes Jump'n'Run, was sich richtig gut anfühlt. Ich glaube sogar ein Indie-Entwickler, also kann man sich echt Kontrollpunkt gut geben. Kann man sich sehr gut geben. Ich habe nur noch ein Herzchen. Muss jetzt ein bisschen aufpassen.
Würde jetzt ein Herz nehmen. Würde ein Herz nehmen. Wieder ein Hörnchen. Oh, 2 von 2. Alle gefunden. Macht mich ein bisschen glücklich. Ah, Herz, sehr gut. Junge. Junge. Das schaffe ich. Ich rette dich. Oben auch. Gerettet. 3 von 4. Greift den Eindringling! Er versucht zu entkommen! Witzig. Das Jump-and-Run-Move... sorry, ich sag's bestimmt schon zum 20. Mal, aber... Man kann auch in der Luft die Richtung ändern. Das ist auch richtig gut. Man hat richtig gute Kontrolle in der Luft. Habe ich echt eigentlich einen bekommen? Sieben von acht. Das ist nicht schlecht. Fast alle. Oder ist hier noch einer? Da um die Ecke. Kommt da noch einer? Was das? Gem Hunter. Collect 1000 Crystals. Ach so. Ah, das gibt einfach nochmal Kristalle. Hätte ich wahrscheinlich auch normal angreifen können, ohne Granate. Wieso muss man das Ding aufmachen? Das verstehe ich auch nicht. Alter, sind da viele Gegner. Viele Kontrollpunkte, finde ich sehr gut. Man hat nie das Gefühl, dass man komplett in Gefahr ist. Obwohl, weiß nicht, ob das jetzt unbedingt immer gut ist. Ein bisschen Spannung wäre natürlich auch gut. Bin ich wieder draußen? Ja, schade, nicht alles eingesammelt. Aber das könnt ihr ja dann machen. Holt euch das Game bei PlayStation, mit PlayStation Plus gerade für um 10er und bei Steam für 15 Euro. Neuer Skill verfügbar. Neuer Skill verfügbar? Schwungregeneration. Nugget erholt sich während ihr fallt, kann dafür sorgen, dass du einen zusätzlichen Schwung erhältst, während du in der Luft bist. Gut, nimm ich. Sollen wir mal kurz gucken, was noch so alles gibt? Luft gedrückt, bis du wieder am Boden berührst, um abzuprallen. Aha, Doppelsprung. So ist es anziehen, dann... Das ist gut! Halte L, um Nugget im Kreis zu schleudern. R, um ihn nach oben zu werfen und sich so in die Luft zu katapultieren. Zusätzlicher Schwung. Heftigen Elbow-Drop auszuführen. Okay, geil. Hol ich das Game? Ich werde das privat auf jeden Fall nochmal weiterzocken. Vielleicht mit der Freundin zusammen, die liebt so Sammelzeug. So leichte Sammelzeug-Jump-and-Run-Games. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein Follow auf den Kanal da und ein Like auf das Video. Haut rein!